Heute beschäftigen wir uns mit sozialen Lernumgebungen im digitalen Raum. Und was kann man sich denn darunter eigentlich konkret vorstellen? Ja, zum Begriff Lernumgebungen gibt es verschiedene Definitionen. Natürlich geht es grundsätzlich um einen Raum, in dem Lernen stattfindet. Wobei man Raum unterschiedlich definieren kann, zum Beispiel physisch, sozial oder auch zeitlich. Und wenn wir jetzt hier über soziale Lernumgebungen im digitalen Raum sprechen, dann meinen wir damit einen Ort im Internet, der jetzt für eine Gruppe Teilnehmende zum Lernen vorbereitet wurde. Technisch kann man dafür ein Lernmanagementsystem wie beispielsweise Moodle verwenden oder auch eine andere Anwendung, die speziell für den Zweck des Lernens vorbereitet worden ist. Ein Lernmanagementsystem, kurz LMS, dient als zentraler Speicher, Arbeitsplatz und Kommunikationskanal und hat meist folgende Elemente bzw. Funktionen. Kursverwaltung. Ich kann zum Beispiel zentrale Termine kommunizieren und Lerninhalte in verschiedenen Formaten und für eine bestimmte Zeitspanne zur Verfügung stellen. Teilnehmerinnenverwaltung, Rollen- und Rechtevergabe. Das bedeutet, ich kann Benutzerinnen einladen oder hinzufügen, ihre Rolle und die Bereiche definieren, auf die sie Zugriff haben sollen. Ich kann bei vielen LMS auch sehen, ob Teilnehmerinnen sich einen bestimmten Inhalt angesehen haben oder ob sie abgebrochen haben. Authoring-Werkzeug, das heißt, ich kann Lerninhalte für das Internet aufbereiten, mit verschiedenen Medien anreichern oder Tests generieren. Kommunikationsfunktion, also Chats, Foren, Audio- oder Videokonferenzen, sowohl für die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden als auch unter den Lernenden. Kooperationsfunktion, das heißt, das LMS unterstützt das Arbeiten in der Gruppe. Zum Beispiel kann man Dateien gemeinsam bearbeiten, auf ein Whiteboard schreiben oder einen Gruppenkalender nutzen. Manche LMS haben darüber hinaus noch zusätzliche Möglichkeiten bzw. Funktionen. Wie man sieht, gibt es LMS mit umfangreichen Funktionen. Allerdings kann so ein LMS auch ganz schön viel Zeit und Geld kosten. Und nicht immer braucht man den vollen Funktionsumfang. Dann kann es sich auszahlen, ein Tool zu verwenden, das nicht als LMS entwickelt wurde, aber trotzdem nützliche Funktionen enthält und sich zum Einsatz als Lernumgebung eignet. Das können zum Beispiel Kollaborationstools, Planungstools, Kommunikationstools wie Messenger-Apps oder Social-Media-Anwendungen sein. Je nachdem, wie ich meinen Kurs gestalten möchte, brauche ich vielleicht gar nicht alle Funktionen in einer digitalen Lernumgebung. Ich kann auch verschiedene Tools miteinander verbinden. Ich könnte zum Beispiel als zentrale Lernumgebung ein Planungstool verwenden. Dieses nutze ich zur Kursverwaltung. Ich lege dort Materialien ab, kündige wichtige Termine an und so weiter. Das Planungstool erfüllt vielleicht auch teilweise die Kooperationsfunktion. Und zusätzlich verlinke ich noch ein EduPad, um gemeinsam Dateien bearbeiten zu können. Die Kommunikationsfunktion ist vielleicht überhaupt nicht im Planungstool enthalten. Dafür verwende ich zusätzlich eine eigene App. Welche Lernumgebung für mich und meinen Kurs dann am besten passt, muss ich mir im konkreten Anlassfall überlegen. Dabei muss ich vor allem natürlich beachten, was ich damit machen möchte, also welche Funktionen ich auf dieser Lernumgebung nutzen möchte. Die nächste wichtige Überlegung betrifft die Teilnehmerinnen. Wie groß ist meine Gruppe, wie viele Lernende habe ich, welche User, Userinnen sollen sich auf diesem System bewegen können. Außerdem sind natürlich die Sicherheitsanforderungen wichtig, die ich habe. Und eine wesentliche Überlegung betrifft die Ressourcen, also wie viel Zeit und Geld ich auch für diese Lernumgebung aufbringen kann, wird die Entscheidung mit beeinflussen. Ja, und je nachdem, wie ich diese Fragen für mich dann beantworte, muss ich die für mich passende Lernumgebung gestalten. Wie so oft gibt es keine universelle Lösung.